Hi guys, hello Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to explain how to say I'm having breakfast, I'm having lunch, and I'm having dinner. Let's take a look. To have breakfast is expressed by the verb frühstücken. Frühstücken. Ich frühstücke immer um 6:30. I always have breakfast at 6:30. Ich frühstücke immer um 6:30. Hast du schon gefrühstückt? Have you already had breakfast? Hast du schon gefrühstückt? Zum Frühstück esse ich gern Müsli. For breakfast, I like to have Müsli. Zum Frühstück esse ich gern Müsli. Was willst du zum Frühstück? What do you want for breakfast? Was willst du zum Frühstück? Ich muss mich beeilen, um den Zug zu erwischen. Ich habe keine Zeit zu frühstücken. I have to hurry to catch the train. I don't have time to have breakfast. Ich muss mich beeilen, um den Zug zu erwischen. Ich habe keine Zeit zu frühstücken. Um wie viel Uhr willst du frühstücken? At what time do you want to have breakfast? Um wie viel Uhr willst du frühstücken? For lunch we say Mittagessen. Mittagessen. Was wollt ihr zu Mittag essen? What do you guys want to have for lunch? Was wollt ihr zu Mittag essen? Remember to say zu Mittag. Was wollt ihr zu Mittag essen? Zum Mittagessen habe ich einen Salat gegessen. For lunch I had a salad. Zum Mittagessen habe ich einen Salat gegessen. Was gibt's zum Mittagessen? What's for lunch? Was gibt's zum Mittagessen? Wann gibt es Mittagessen? When are we having lunch? Wann gibt es Mittagessen? Das Mittagessen ist fertig. Lunch is ready. Das Mittagessen ist fertig. It's also very common to just say, das Essen ist fertig. The food is ready. Das Essen ist fertig. For dinner we say Abendessen. Abendessen. Nach dem Abendessen gehen wir ins Kino. After dinner we're going to the movies. Nach dem Abendessen gehen wir ins Kino. Wir sind bei Müllers zum Abendessen eingeladen. We're invited for dinner at the Müller's place. Wir sind bei Müllers zum Abendessen eingeladen. Or you can say, wir sind bei Müllers zum Essen eingeladen. Wir sind bei Müllers zum Essen eingeladen. Das Abendessen ist fertig. Dinner's ready. Das Abendessen ist fertig. Or simply, das Essen ist fertig. The food is ready. Das Essen ist fertig. Was möchtest du zum Abendessen? What would you like to have for dinner? Was möchtest du zum Abendessen? Or simply, was möchtest du essen? What would you like to eat? Was möchtest du essen? Wir haben gerade zu Abend gegessen. We just had dinner. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Or simply, wir haben gerade gegessen. Wir haben gerade gegessen. Hast du schon was gegessen? Have you already eaten? Hast du schon was gegessen? Was stands for etwas. It's colloquial. We just don't take the time to say etwas. We just say was. Das Abendessen war lecker. Dinner was delicious. Das Abendessen war lecker. Or, das Essen war lecker. The food was delicious. Das Essen war lecker. If someone wants to pay for your lunch or your dinner in a restaurant, they would typically say, ich lade dich ein. Which means, literally, I'm inviting you. Ich lade dich ein. If you want to go eat somewhere with a colleague or a friend and you want to invite them, you want to pay for their food, you would say, ich lade dich zum Essen ein. Which means I'm inviting you to eat with me and I'm going to pay for the food. Ich lade dich zum Essen ein. Was gibt's zum Nachtisch? What's for dessert? Was gibt's zum Nachtisch? Zum Nachtisch esse ich Eis. For dessert, I'm having ice cream. Zum Nachtisch esse ich Eis. Wir essen jetzt Nachtisch. We're having dessert now. Wir essen jetzt Nachtisch. Zum Nachtisch gibt's Eis. For dessert, we're having ice cream. Zum Nachtisch gibt's Eis. Ich liebe Nachtisch. I love dessert. Ich liebe Nachtisch. Was möchtest du zum Nachtisch? What would you like for dessert? Was möchtest du zum Nachtisch? Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Ich mache mir jetzt einen Bananenspinat-Smoothie mit Datteln.
Der schmeckt immer super lecker. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich zu Mittag esse. Vielleicht esse ich Reis mit Gemüse oder Linsensuppe. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Zum Abendessen mache ich mir einen gemischten Salat. Vielleicht werde ich zwischendurch ein bisschen Schokolade essen, aber nur, wenn ich mich nicht beherrschen kann. Gestern hatte ich Heißhunger, gestern Abend, um 21.30 Uhr. Alle Supermärkte hatten zu, außer Kaufland. Und dann bin ich noch um 21:45 zu Kaufland gefahren und habe mir eine Tafel Schokolade gekauft und die komplett gegessen. Was beschwerst du dich denn da unten? Ja, ich habe auf jeden Fall die ganze Tafel Schokolade gestern Abend gegessen. Das war nicht so gut. Jetzt muss ich ein bisschen Sport machen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was Neues dazugelernt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!